Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit Klassenvererbung in C++ beschäftigen. Und das ist eigentlich auch die einzige Form von Vererbung, die es in dieser Programmiersprache standardmäßig gibt, denn wir haben keine Interfaces in C++, so wie wir sie aus C# kennen. Und wir werden im Prinzip jetzt das Beispiel nachbauen, das wir auch schon aus C# kennen. Wir haben hier eben eine Klasse A, die hat intern ein Feld namens Zähler, was als privat gekapselt wird. Und hier haben wir eben eine Erhöhe-Zähler- und Get-Zähler-Funktion, die public ist und die eben von außerhalb dieses Klassenscopes angesteuert werden kann. Und was wir jetzt direkt hier im Header-File machen, ist, dass ich hier eine Klasse B definiere. Und diese soll jetzt eben von A ableiten. Und diese B-Klasse soll eben zusätzlich, wie bei unserem Beispiel in C#, eben eine Funktion namens Erhöhe-Zähler um 3 enthalten. Und die werde ich hier eben auch gleich in dieser Source-Datei hier implementieren, damit man das auch mal sieht, dass man rein theoretisch eben mehrere Klassen in Header-Files definieren kann und dann diese auch im Source-File eben verteilen kann. Also ich sage hier einfach, bitte für die Klasse B möchte ich diese Erhöhe-Zähler um 3 Methode hier implementieren. Ja, und was wir hier gemacht haben, wir können ja nicht auf diesen Zähler hier oben zugreifen, aber wir könnten diese Funktion hier eben dreimal aufrufen. Das heißt, ich mache hier eine Vorschleife, die eben genau dreimal läuft. Und ich rufe hier jetzt eben A, Erhöhe-Zähler, auf. So, und dann gucken wir uns gleich mal die Unterschiede an, die wir bei der Vererbung in C++ im Vergleich zu C# beachten müssen. Was als erstes auffällt, ist, dass ich hier einen Accessor angeben muss, bevor ich die Klasse angebe, von der ich ableite. Das gab es so in C# nicht, da war dieser Accessor nicht vorhanden. Und mit diesem Accessor hat es folgende Bewandtnis auf sich. Standardmäßig sollte man hier immer public angeben. Es ist aber auch möglich, dass man hier eben auch protected oder gar private angibt. Was hat das für Auswirkungen? Wenn ich protected wähle, dann habe ich folgende Situation. Alle Members, die in der Basisklasse public sind, die werden zu protected Membern in der Subklasse. Das heißt, würde ich hier jetzt eben statt public protected hinschreiben, hätte das zur Auswirkung, dass diese beiden Methoden hier oben nicht mehr public sind, so wie in der Basisklasse definiert, sondern protected. Nächster Fall, wenn ich private wähle, hat es noch mehr Auswirkungen. Da wird eben das, was in der Basisklasse public ist, oder protected, das wird in der Subklasse private. Das heißt, wir haben hier in C++ die Möglichkeit, dass wir die Sichtbarkeit von Members der Basisklassen verändern, je nachdem, welchen Accessor wir hier beim Ableiten von einer Basisklasse mit angeben. Wenn Sie Protected oder Private nutzen, hat das noch eine weitere Auswirkung. Die Sprichtmitte ist eine Beziehung. Also die ist eine Beziehung ist dann nicht mehr nutzbar. Das heißt, wenn wir protected oder private ableiten, können wir nicht mehr eine Instanz von B über A ansprechen, über die Basisklasse.
Und das ist eben ganz essentiell, wenn wir die Ist-Eine-Beziehung für Polymorphie nutzen wollen. Ich habe ja schon erwähnt, es gibt keine Interfaces in C++. Wir haben natürlich aber über abstrakte Basisklassen die Möglichkeiten, Abstraktionen zu bilden. Eine Abstraktion sagt ja letztendlich nichts anderes aus, als so sieht die API eines Objekts aus, und dann kann man eben diese Abstraktion in verschiedenen Klassen implementieren, beziehungsweise hier eben diese abstrakten Basisklassen nur ableiten in verschiedenen Klassen, und davon oder dadurch haben wir eben die Möglichkeit, dass wir mehrere Objekte mit selber API haben, die eben wiederum dann polymorph eingesetzt werden können. Und genau das geht eben nicht, wenn wir protected oder private hier mit angeben, wenn wir hier den Accessor beim Ableiten definieren. Das heißt, leiten Sie standardmäßig public ab, ganz einfach, damit die Ist-Eine-Beziehung aufrechterhalten bleibt. Aber Sie können sich jetzt natürlich vorstellen, dass Sie sowas Ähnliches wie Kapselung durch Ableiten in C++ herstellen können. Warum? Was haben wir jetzt für eine Situation? Wir können eben eine Subklasse B von einer Basisklasse A ableiten, und wir geben jetzt zum Beispiel an, dass wir private ableiten möchten. Was heißt das für unsere neue Subklasse? Wir haben die Members, die wir selber spezifiziert haben. Da können wir eben beliebig sagen, soll die von außen zugänglich sein. Das wird üblicherweise durch ein Plus dargestellt. Oder eben nicht nach außen zugänglich durch ein Minus beispielsweise. Wenn wir aber jetzt hier die Members von A anschauen, also ich schreibe hier auch mal A daneben, und wir haben hier jetzt eben zwei Members, die sind vorher beide public, und wir leiten jetzt eben private von dieser Subklasse ab, also ich nenne diese Members jetzt einfach mal A1 und A2. Was das für uns jetzt bedeutet, wenn wir hier ableiten, und zwar private, ist, dass wir jetzt die Members von A1 nutzen können, oder Entschuldigung, Member A1 und A2 nutzen können, das aber nicht Teil unserer Public API ist, die man eben außerhalb des Klassenscopes von unserer Klasse B ansteuern kann. Wenn wir sowas Ähnliches in C-Sharp nachbauen wollten, also wir möchten sozusagen die Funktionalität einer anderen Klasse innerhalb unserer eigenen einsetzen, aber nicht dieselbe API nach außen haben wie unsere Klasse A jetzt hier in diesem Fall, dann hätten wir das über Kapselung gemacht. Wir hätten also in C-Sharp sozusagen hier unsere B-Klasse gehabt, und die hätte eben ein Feld gehabt, und das hätte letztendlich ein anderes Objekt von Instanz A referenziert. Und dann kann ich eben halt in meinen Members, die ich noch in dieser Klasse habe, wiederum eben dieses Feld dereferenzieren und dann die Members, die in A zur Verfügung stehen, aufrufen. Und wir können jetzt uns ganz einfach diese Members auch holen in C++, indem wir private oder protected von einer anderen Klasse ableiten. Wir werden im nächsten Video auch nochmal sehen, dass dadurch die Ist-Eine-Beziehung wirklich gebrochen wird und wir sozusagen nicht die Möglichkeit haben, dass wir eine Instanz von B noch über einen Pointer von A beispielsweise ansprechen und dadurch eben die API, die A bietet, aufrufen, obwohl sie hier unten jetzt durch das Private-Ableiten eigentlich hier nicht nach außen sichtbar sein sollte. Aber das werden wir uns im nächsten Video nochmal genauer ansehen. Merken Sie sich einfach, leiten Sie standardmäßig public ab, damit Sie die Ist-Eine-Beziehung aufrechterhalten, wenn Sie Polymorphie einsetzen wollen. Und das wollen wir ja, weil das macht unseren Code flexibel. Das zieht einfach Nähte an gewissen Stellen. Und diese Nähte können wir relativ leicht wieder auftrennen und neue Objekte für unsere zusätzliche Funktionalität einsetzen. Wenn Sie allerdings sowas Ähnliches wie Kapselung
über Vererbung in C++ nachbauen wollen, dann können Sie sich durchaus auch überlegen, hier Protected oder Private von anderen Klassen abzuleiten. Ganz einfach, damit Sie die Members, die diese Klassen bieten, auch für sich nutzen können. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, der uns hier auffällt. Wir müssen hier beim Zugriff auf Funktionalitäten aus der Basisklasse A, da hatten wir ja in C# das Base-Schlüsselwort, das wir dann einfach mit dem Punktoperator dereferenziert haben. Und Base ist letztendlich bloß eine Referenz auf die Members der Basisklasse, von der wir gerade ableiten. Wir hatten ja auch in C# nur die Möglichkeit, von einer anderen Klasse abzuleiten. Und diese konnten wir eben über das Base-Schlüsselwort ansteuern. Dieses Schlüsselwort gibt es in C++ nicht. Ist auch ganz einfach, warum. Ich kann rein theoretisch hier eben von mehreren anderen Klassen ableiten. Ganz einfach so. Okay, machen wir mal C, weil B ist ja der Name der Klasse, die ich hier selbst benutze. Und ja, wenn ich hier jetzt Base aufrufe, auf welche Members gehe ich denn? Man könnte sich vielleicht vorstellen, klar, ich gehe vielleicht auf eine Menge an Members, die eben in diesen beiden Klassen definiert sind. Aber was passiert denn, wenn jetzt hier eben A und C eine Funktion beispielsweise haben, die gleich heißt? Ja, dann haben wir mit dem, oder besser gesagt, eigentlich einen genau identischen Funktionskopf hat. Dann haben wir mit dem Base-Operator verloren und deswegen ist es eben so, dass wir hier in C++ direkt den Klassennamen mit dem jetzt schon uns eigentlich geläufigen Doppelpunkt, Doppelpunkt, das ist der sogenannte Scope Resolution Operator, hier auf die entsprechende Methode aus der Basisklasse zugreifen. Bitte beachten Sie auch, das ist hier kein statischer Methodenaufruf. Das ist nicht, oder schreiben wir es wirklich so hin, wie ich es gerade gesagt habe, kein statischer Aufruf. Wir steuern hierüber einfach wirklich bloß an, ich möchte bitte die Erhöherzähler-Methode aus der Basisklasse aufrufen und diese Methode, wie wir hier sehen, ist aber tatsächlich eine Instanzmethode. Hier steht eben kein Static davor. Was natürlich auch geht, ist, dass man hier diesen Identifier einfach weglässt. Eben genau dann, wenn wir eben die Möglichkeit haben oder die Situation haben, dass die Bezeichner hier jeweils eindeutig sind. Also wir haben hier keine Methode in B, die genauso heißt wie diese Erhöhe-Zähler-Methode, die wir hier unten eben aufrufen. Genau dann können wir eben genauso wie in C# das Base-Schlüsselwort eben auch einfach weglassen. Und damit sind wir am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!